frag mich halt noch, wo jetzt hier der letzte Spieler ist. Ach, da oben sind noch zwei. Ja, so kann man es natürlich machen. Im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes, im Namen des Heiligen Ghosts. Im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes, im Namen des Heiligen Ghosts. Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin heute mal wieder auf dem gommehd.net-Server und ihr seht schon, was ich gerade mache. Ja, genau das hier mache ich gerade. What the fuck? Ja, ihr seht schon, ich bin hier mit dem Prestige-Client und es geht scheinbar gerade alles durch. Also das Anti-Cheat ist gerade aus. Ich muss aber kurz mal zu meinem Team zurück. Denn ich brauche ja ein paar Sachen, wie eine Spitzhacke zum Beispiel, um jetzt da drüben mal reinzukommen. Ja, und ihr seht halt, dass wirklich gerade alles komplett geht. Ah ne, das hier war mein Team. Ah, so, jetzt aber. Jetzt aber. So, holen wir uns die mal. Und dann ist es hier auch gleich schon vorbei. Das haben mir ein paar Kollegen von mir gesagt, dass hier heute alles durchgeht. Und das ist schon wieder mein eigenes Team. Wow. Wow, Lukas. Wow. Genau, wo ist denn hier noch ein Spieler? Da hinten ist noch ein Spieler scheinbar. Also Anti-Cheat ist mal wieder aus. Das ist ein Ding, was bei Gomme tatsächlich relativ oft passiert. Also das hatte ich jetzt, glaube ich, haben wir jedes Jahr ungefähr einmal, dass sie irgendwie Anti-Cheat aus haben. Meistens hoffen sie dann, dass es keiner bemerkt und dass sie halt einfach basically, ja, okay, jetzt habe ich den. Dass sie halt basically das Ganze verbergen, aber ja, ne? Das funktioniert halt nicht mit meiner Community, denn mir wurde natürlich direkt gesagt, dass hier heute kein Anti-Cheat drauf ist. Ich frage mich halt noch, wo jetzt hier der letzte Spieler ist. Ach, da oben sind noch zwei. Ja, so kann man es natürlich machen. Geil. Okay, ich würde sagen, das machen wir direkt weiter. Und zwar, ja, Bad Wars macht am meisten Spaß. Ich würde sagen, wir machen hier mal eine große Runde mit vielleicht ein paar mehr Spielern. Das macht aber, glaube ich, gerade keiner. So, hier, 16 Spieler. Das macht doch Spaß. ja, Gomme HD 2022, kein Anti-Cheat. Was geht? Okay, ich darf noch nicht schreiben, sonst würde ich jetzt mit ihm schreiben. Aber ich würde gerne in sein Team kommen. Alp. El Paschko. Ich gehe mal zu ihm ins Team. So, einmal Teams anmachen. Aber das scheint nicht ganz zu funktionieren. Naja, ich würde sagen, let's go. Let's go mit dem Spaß. Ich sollte auch mal Badfucker eigentlich anmachen. Dann können wir nämlich noch mehr Spaß haben. Aber ich hole mir jetzt erstmal die ganzen Betten. Und ja, erstmal die ganzen Leute zu hacken. Weil die kommen ja auch gar nicht an mich ran. So, ich kann hier stehen bleiben. Und die können mich basically einfach nicht hitten. Weil ich halt eine 6er Range habe. Und ja. So, jetzt habe ich den auch. Hat ja ganz schön rumgenervt. Schade. Schade, das ging ja schnell. Ich würde sagen, ich mache mir mal dann eine VPN an und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin wieder da und wir probieren jetzt natürlich direkt noch eine Runde aus, denn warum nicht? So, ich gehe da mal ein paar Betten zerstören. Und hier haben wir auch noch ein paar andere Hacker. Tatsächlich, habe ich ja gerade schon gesehen da. Da war auch einer, der ist rumgeflogen. Ist ja absolut wild, Alter. Nee, nee. So, einmal schnell hier weg. Sonst wird das Ganze hier nicht gut ablaufen. Hier ist niemand. Gucken wir mal. Dann sind ja eigentlich auch schon alle Betten jetzt weg. Das heißt, ich brauche nur noch ein paar Leute zu töten. Und dann ist das Ganze auch schon vorbei. Ja, zum Beispiel den hier. Aber der hat noch... Der hat scheinbar hier noch ein Bett. Und deswegen hole ich mir mal schnell eine Spitzhacke. Oh Gott, oh Gott. Da war, glaube ich, ein anderer Cheater. Aber ich zerhau dann mal kurz die beiden hier mit einer 6er Range. Da kommen die halt nicht ran. Und dann können die auch gar nichts gegen machen gegen mich. Alter, ist das wild. Bye, bye. So, jetzt habe ich hier noch den anderen Hacker am Hals leider. Und das wird ein bisschen eine schwierigere Sache. Weil der halt ganz einfach auch hackt und deswegen ein bisschen... gut sein könnte. Deswegen hole ich mir mal schnell ein bisschen Rüstung. Beziehungsweise auch nicht. Aber ein Heiltrank auf jeden Fall schon mal.
Und dann suche ich den mal. Ach, Gomme HD scheint hier die Mods gerade richtig auf Trab zu halten. Aber das geht schnell. Ich komme gleich wieder mit einem neuen Account. So, nicht mal eine Minute später bin ich wieder da auf dem Gomme HD Server. So, Vollbildmodus an, Fly kurz aus. Und dann würde ich sagen, gehe ich direkt mal in Bad Wars. Davor mache ich aber kurz mal das alte ClickGUI an und mache hier den Bad Breaker an. Denn im neuen ClickGUI kann man das noch nicht auswählen, leider. Das ist ein bisschen komisch, aber ist halt so. Und ich will lieber in eine Runde mit ein paar mehr Menschen. Das macht einfach viel mehr Spaß. So. Aber es ist schon sehr lustig, dass Gomme sowas noch macht, vor allem für so eine lange Zeit. Und dann noch auf allen Spielmodis. Denn das Ganze ist nicht nur hier in Bad Wars, sondern in allen Spielmodis, außer in Gun Game. Liegt halt daran, dass in Gun Game ein anderes Anti-Cheat ist. Und ich würde sagen, ja, okay, mit Badfucker ist es nochmal ein bisschen witziger. Heilige Scheiße. Das ist mein eigenes Bett. Okay. Warte, dann heißt es jetzt, ich muss nur noch die hier zerstören. Einmal den B-Hop anmachen und dann geht's schon los. Mein Schwert ist kaputt. Nein. Na gut, dann gehe ich halt kurz nach Hause. Hol mir ein neues Schwert. Und dann wird das Ganze hier geregelt. Am besten hole ich mir ein Eisenschwert. Aber leider hat der hier ja alle Sachen geklaut. Genügend Ressourcen. Was brauchen wir denn dafür für so ein schönes Eisenschwert? 20 Eisen. Okay, ich habe schon so lange kein Bad Wars mehr gespielt. Und deshalb weiß ich das gar nicht. Aber das Problem ist... Wie die Legends sich aufregen, ist reported. Wir waren alle mal in der Pubertät. Ja, aus der Pubertät bin ich tatsächlich schon raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach Mann. ja, wir sehen uns direkt gleich wieder. So, und ich bin wieder da. Neuer Account, wie ihr sehen könnt. Muss auch die Sprache hier neu auswählen. Aber ja, wenn ich Gomme wäre, dann würde ich halt für so ein Event einfach mal kurz den Server ausschalten. Das ist, glaube ich, viel einfacher, als hier jetzt extra, irgendwie die ganzen Leute manuell wegzubannen. Ach, schade, da läuft gerade keine Runde. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zu Skywars. Vielleicht läuft hier auch was ganz Nettes ab. Und hier kann ich halt alle mit 6er Range komplett auseinandernehmen. So, 8x1. Ach, das ist 1.16er? Ach so. Ich brauche natürlich 1.8er Skywars. Scheiß drauf, hier ist niemand. Dann machen wir ein paar Bad Wars weiter, weil das ist eh viel witziger. So, wie ihr seht, bin ich jetzt doch nochmal in einer anderen Runde, weil Gomme halt komischerweise, okay, da haben wir schon den ersten Hacker, weil Gomme einfach nicht viel, auf Gomme einfach nicht viel los ist. Also ich hatte einfach gar keine Chance, gerade in eine Runde zu kommen mit einem Vierer-Team. Deswegen bin ich jetzt in einer Zweier-Teams-Runde und wie hieß denn dieser Hacker, der hier so schön rumhackt? Mit denen würde ich nämlich gerne in ein Team. Ja, das ist es. Ja, das Video war halt auch gar nicht geplant so. Ich habe einfach gerade eine Discord-Nachricht bekommen von sogar zwei Leuten, also Props gehen raus an euch beiden. Ja, dass hier tatsächlich gerade alles durchgeht und dass hier kein Anti-Cheat drauf ist. So, jetzt bin ich mit ihm im Team sogar, glaube ich. Ja, und ich würde sagen, dann gehen wir direkt mal los. Ich hole mir hier ein paar Betten. Ja, die haben mein Bett auch schon zerstört, leider. Das heißt, da muss ich jetzt aufpassen. Wir haben hier gerade ein Hacker-Battle am Laufen. So, das ist auch weg. Das heißt, eigentlich müsste ich mir jetzt gutes Equipment holen. Aber ich würde sagen, zuallererst zerstöre ich mal deren Bett hier. Dafür brauche ich aber eine Spitzhacke. Oh Gott, die anderen Hacker sind da. Ich brauche halt absolut eine Spitzhacke. Aber das können die für mich machen. Ich hole mir dann kurz mal gutes Equipment. So, dass ich die halt auch weghauen kann dann. Dazu brauche ich aber erstmal ein bisschen Eisen. Ich hasse diesen Server, das dauert alles so lange hier. So, Items sind hier. Genau. Steinschwert und ein bisschen Rüstung kann ich mir noch nicht holen. Okay, na dann gehe ich mal zu einem anderen Team, die vielleicht noch sterben müssen. Team Violett wurde auch schon vernichtet. Aber jetzt ist halt einfach das Ziel von mir, jetzt gerade diese Runde zu gewinnen gegen die anderen Hacker. Aber ich sag's nochmal. So, hier lebt tatsächlich noch einer und ja, schade. Ich würde sagen, wir machen das jetzt noch ein paar Rundchen weiter. So, ich bin wieder da und bin auch direkt wieder in Bad Wars natürlich. Und dann haben wir denn hier 8x1, das ist natürlich auch schön, 8x1. Und ja, das wird auf jeden Fall spaßig. Die beschweren sich hier alle schon so hart gerade. Natürlich mal kurz slash agree hier eingeben. Damit ich hier die ganzen Regeln auch befolge, ne? Weil das mache ich natürlich.
Ich befolge hier die ganzen Regeln. Und ja, ich würde sagen, ich gehe da mal direkt zu meinen Nachbarn rüber. Und dieser Fly ist halt wirklich so schnell, dass man ihn halt irgendwie gar nicht kontrollieren kann. Aber ich mache jetzt diese Runde einfach richtig schön schnell durch. Hier ist auch ein anderer Hacker schon. Aber den töte ich am besten sofort. Okay, ich glaube, die Gommelmods haben gerade ganz schön große Probleme. Ja, das ist es auf jeden Fall. Aber in Bed Wars, wie ihr gesehen habt, sind gerade so viele Mods unterwegs. Deswegen macht es da auch keinen Sinn gerade zu spielen eigentlich. Deswegen gehe ich jetzt mal kurz in Skywars hier, denn da sollte das Ganze ein bisschen besser funktionieren. Ja, ne? Weil da sind vielleicht nicht so viele Mods unterwegs, weil die Mods jetzt alle in Bed Wars campen. Ich denke mal, im Gomme HD Mod Chat ist gerade so viel los. Scheinbar ist Skywars immer noch kaputt, denn die Runden starten ganz einfach nicht. Ja, dann müssen wir doch mal nochmal leider Bed Wars spielen. Was gibt's denn hier noch so? Das ist halt alles überhaupt nicht so meins, das kenne ich gar nicht. Deshalb spiele ich jetzt nochmal ein bisschen Bed Wars und zwar hier in diese Runde rein. Die ist leider voll, dann gehe ich in diese Runde rein. Wie man sehen kann, ist hier noch ein zweiter Prestige-Spieler. Da seht ihr gerade oben, ich drücke ja gerade Tab. Da oben, Lesser ist ein weiterer Prestige-Spieler. Finde ich mega cool, dass das funktioniert. Einer. Lass mal in eine Runde gehen, bitte. Team Violett hier hinten. Komm in mein Team, Bro. Komm rein. Ja, Mann. Und, ist er da? Ich weiß es nicht, aber ich bin auf jeden Fall bei den Nachbarn, das weiß ich. Und hier sind die Betten, ja, genau. Bedfucker ist scheinbar wieder aus. Mal gucken, wie lange diese Runde so durchhält, bis ich gebannt werde. Aber, ich muss auf jeden Fall mal Killaura anmachen. So. Wie wild ist das bitte? Ah. Das ist unser eigenes oder warum geht das nicht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat mein Kollege hier gerade auch schon einige zerstört. Und das scheint ja ganz gut zu funktionieren. Ich muss jetzt nur noch ein paar letzte Spieler hier finden, die ich noch zerhacken kann. Hey, na. Bist du Hacker oder bist du legit? Aha. Das ist der andere Prestige-User. Ich kämpfe einfach gerade gegen einen anderen Prestige-User. Ah, habe ich jetzt gewonnen? Ich glaube nicht, oder? Ja, ich wurde vernichtet. Ja, ich spiele halt auch über Handy-Hotspot, deswegen kann ich auch nichts machen dagegen. So, nächste Runde startet ja scheinbar auch schon. Ist mein Kollege wieder da? Nein, mein Kollege ist leider nicht wieder da. Und ich wurde auch gerade rausgekickt. Vielleicht haben sie das Anti-Cheat wieder angemacht. Das könnte natürlich auch sein. Ach, nee, hier komme ich rein. Okay. Mal hier eine Intel-Config rein vielleicht. So, und dann gucken wir mal. Einmal Fly anmachen. Ja. Okay, das Anti-Cheat scheint wieder an zu sein. Sehr, sehr schade. Probier du mal. Ne, er kann sich auch nicht bewegen. Ja. Es ist aus, mein Lieber. Es ist aus. Es ist vorbei. Wir können leider nicht mehr cheaten. Es ist vorbei, so wie es aussieht. Und ich kann hier auch nicht mehr an den Wänden hochklettern wahrscheinlich. Ja. Ich probiere nochmal hier mit Sneak hinzukommen. Nee, okay, es scheint vorbei zu sein. Das Anti-Cheat ist wieder an, aber es waren noch ein paar echt lustige Runden, die ich jetzt heute hatte hier mit dem Prestige-Client, aber das wäre auch mit jedem anderen Client gegangen, weil halt kein Anti-Cheat drauf war. Diese halbe Stunde, wo das Anti-Cheat aus war, habe ich sehr gut ausgenutzt. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wahrscheinlich auf dem Hypixel-Server oder das Video kam schon raus. Und wenn ihr jetzt noch da seid, schreibt mal Hashtag Geisterfans in die Kommentare. Ich würde sagen, wir sehen uns in einem weiteren Video. Spaß und ja, haut rein, ciao.